shift drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. Moin, moin und herzlich willkommen zum Vlog 1604. Jetzt werdet ihr euch zwei Sachen fragen. Zum einen werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, ja, was ist denn mit dem Modding-Mittwoch heute? Und das zweite, was ihr euch fragen werdet, wieso ist das Folge 1604? Ich will mal als allererstes die beiden Fragen aufklären. Und zwar zur ersten Frage. Der Modding-Mittwoch, und das ist mein Plan mit den Vlogs jetzt, und zwar der letzte Mittwoch im Monat, den möchte ich in Zukunft nicht mit einem Modding-Mittwoch, sondern mit einem Vlog-Update für euch machen, sodass ihr quasi von mir ein Update bekommt, wie der Monat so gelaufen ist, was passiert ist auf dem Channel, eine kleine Zusammenfassung, kleine Highlights und natürlich auch einen kleinen Ausblick, was so passiert. Und im Regelfall möchte ich auch gerne Dinge eben an euch zurückgeben, zurückspielen, wo ihr mir Input geben könnt, mir auch Sachen beantworten könnt, was ihr euch denn so wünscht für den Kanal. Ich hatte das im letzten Vlog ja angeschnitten, dass ich sowas vermehrt machen möchte und das soll eben das neue Format dafür sein. Der letzte Mittwoch im Monat ist dann immer kein Modding-Mittwoch, sondern ein Vlog-Mittwoch. Ich glaube, so werden wir es nicht nennen. Wir nennen es einfach letzter Mittwoch im Monat, fertig. Ja, und die 1604 ist natürlich nicht die 1604. Folge, sondern 2016 das Vlog 04, also für den April. Denn ich möchte, wie gesagt, einmal im Monat einen Vlog machen. Und dafür eben diese spannende Nummerierung. Das heißt, das nächste Vlog wird sinnigerweise das Vlog 1605 sein. So, aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Inhalt des Vlogs. Also, der Monat April ist quasi fast rum. Und was war das für eine wilde Fahrt? Also, der Channel hat im Monat April, wenn ich mich recht entsinne, die 600 und die 700 Abonnentenmarke nacheinander durchschlagen innerhalb kürzester Zeit. Ich bin komplett baff, sehr cool. Hallo alle neuen Abonnenten, freut mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr bleibt auch hier und ihr genießt all die vielen Körbel-Videos und das bisschen andere Zeug, was noch dazwischen fällt. Ja, und was da nicht unwesentlich zu beigetragen hat in diesem Monat, war die Capollo 11 Serie, die unglaublich gut angekommen ist und krasserweise auch von Squad im Modding, nee, nicht Modding-Mittwoch, wie heißt das, Video Wednesday gefeatured worden ist. Und dadurch sind natürlich sehr, sehr viele Leute auch international auf den Channel aufmerksam geworden. Auch da möchte ich euch gleich mal wieder beruhigen. Das wird weiterhin ein deutschsprachiger Channel bleiben. Nur weil jetzt ganz viele Leute gekommen sind und sich diese Videos angeguckt haben, müsst ihr keine Sorgen haben, dass ich jetzt irgendwie Fame geil werde und deshalb alles auf Englisch umstelle. Ihr merkt, dass ich auch in der Vergangenheit, auch vor Capollo 11, immer wieder auch mal mit englischsprachigen Sachen rumexperimentiere und das mache. Das werde ich sicherlich auch weiterhin tun. Aber im Großen und Ganzen bleibt das hier ein deutschsprachiger Channel, denn das ist meine Ausrichtung. Ich möchte weiter KSP machen und ich möchte das weiter auf Deutsch für euch machen. Und von daher keine Sorge, dass sich das ändert. Aber etwas anderes würde ich gerne mal zur Debatte stellen. Und dafür wird gleich oben so ein Infobutton aufpoppen. Da könnt ihr mir mal eine Frage beantworten. Und zwar wollte ich mal fragen, wie ihr eigentlich zu angezockt steht. Weil angezockt wird gemischt aufgenommen. Es gibt manchmal Spiele, die scheinen euch zu interessieren. Es gibt manchmal Spiele, die scheinen euch so gar nicht zu interessieren. Und da wäre für mich einfach mal die Frage, wollt ihr angezockt behalten oder wollen wir angezockt durch was anderes ersetzen? Ich würde jetzt einfach mal drei Optionen reinpacken. Und zwar einmal angezockt behalten, einmal, hey, wie wäre es denn mit einer zweiten Folge Hardcore-Körbel pro Woche, also am Montag auch nochmal Hardcore-Körbel. Und die dritte Variante ist, ihr wollt was ganz anderes und das schreibt ihr mir dann in die Kommentare am besten rein, weil sonst habe ich 2573 Optionen, wenn ich alles abdecken will und habe wahrscheinlich immer noch nicht alles erwischt. Und da ist es am einfachsten, wenn ihr mir einfach einen Kommentar schreibt, was ihr euch denn wünschen würdet statt angezockt. Ihr dürft natürlich auch alle für angezockt voten. Ich möchte einfach mal euren Input hören. Ja, eine weitere Neuerung aus dem April. Wir haben im April den ersten echten Livestream gemacht. Das hat richtig cool funktioniert. Es waren auch richtig viele Leute da. Ich habe jetzt nochmal reingeguckt. Wir waren in der Spitze bei, ich glaube, 34 oder 35 Zuschauern parallel. Das ist,
Ja, krass viel. Also hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, dass so viele von euch mit beim ersten echten Livestream dann dabei sind. Und das werden wir natürlich weitermachen. Und der nächste Termin für einen Livestream wird voraussichtlich der 6. Mai sein. Das ist ein Freitag. Das Voting ist ganz stark in Richtung Freitag gegangen. Wir haben so irgendwie knapp 80% der Stimmen haben für den Freitag gestimmt. Und das passt auch ganz gut, weil die von euch, die für Samstag gestimmt haben, ihr könnt euch dann einfach am Samstag die Aufzeichnung angucken, weil ich veröffentliche die dann auch immer. Und die sollte bis Samstag dann auch immer online sein. So kommen eigentlich alle halbwegs auf ihre Kosten. Und am 6.5. wird der nächste Livestream sein. Und ich würde jetzt mal sagen, da machen wir dann mal weiter mit unserer fetzigen Station an dem Asteroiden, weil da haben wir ja schon mal ganz gut Fortschritt gemacht. Ich nehme aber auch immer gerne Input von euch entgegen, was wir dann noch so an dem Abend machen können. Also stellt euch da schon mal für den 6. Mai auf 2 bis 3 Stunden spaßige Livestream-Action ein. Und das führen wir weiter. Ja, ansonsten, wir stehen heute, wo ich das Video aufnehme, bei jetzt so 719 Abonnenten. Das heißt, wir kriechen jetzt langsam und gemütlich in Richtung der 800 und schauen mal. Und das hier mit dem Elitefliegen ist keine Androhung, dass ich jetzt wieder ganz viel Elite oder sowas mache, sondern ich habe einfach irgendwas gesucht, was ich im Hintergrund machen kann, wobei ich reden kann. Und ansonsten, wenn ihr sonst noch irgendwie Feedback, Input, sonstige Ideen an mich habt, dann gerne in die Kommentare dieser Folge rein. Wenn ihr, was weiß ich, eine Kochsendung haben wollt, Kochen mit Kürbels oder irgendwie sowas, oder Basteln mit Kürbels. Okay, Basteln sollten wir sein lassen, ich bin künstlerisch wirklich nicht begabt. Dann lasst mich das einfach mal wissen, weil, wie gesagt, ich komme natürlich auch nur auf Ideen, die aus meinem Kopf rauskommen, aber vielleicht habt ihr auch andere Ideen und man kann ja Sachen auch mal ausprobieren. Jo, ansonsten erstmal vielen Dank, dass ihr alle so treu beim Kanal dabei bleibt und dabei seid und auch super viel euch engagiert in den Kommentaren und miteinander auch euch austauscht. Auch ich kriege ganz viel Input von euch, der auch mich weiterbringt. Also vielen Dank auch nochmal dafür. Und ansonsten hören wir uns Vlog-mäßig dann quasi am letzten Mittwoch des Mais. Ich habe jetzt keine Ahnung, welches Datum das ist, aber das könnt ihr dann im Kalender nachschlagen. Wieder zum Vlog 1605. Und dann ist sonst das nächste Video am Freitag einmal Hardcore Kerbal. Vergesst nicht, euren Vote abzugeben. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.